PSN-Guthaben, neue PlayStation-Spiele, neue PC-Spiele, neue Games, neue Codes, alles Mögliche auf ineba.com. Meine Partnerseite seit über einem halben Jahr und ich kann euch nur sagen, so viele Leute, wie hier schon Geld gespart haben, es ist unglaublich. Ich selbst kaufe mit meinem Code Chappy selber meine Produkte, die ich für die PlayStation brauche, PSN-Guthaben und feiere es jedes Mal aufs Neue. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Infinity Ward hat auf uns gehört, Gott sei Dank. Jeder, der von euch seit dem ersten Tag Modern Warfare spielt, wird es mit Sicherheit mitbekommen haben. Dieses Spiel bringt einen an seine psychischen und physischen Grenzen. Teilweise habe ich wirklich Spaß dran. Das sind dann diese Momente, wo man auch mit Totenstille einfach ein bisschen schneller läuft, wo man nicht sofort gehört wird, wo man nicht in der Ecke weggecampt wird, wo man nicht in eine Claymore läuft, wo man auf der Minimap dann mal mit einer Drohne tatsächlich sieht, wo ein Gegner ist. Und dann gibt es die ganz, ganz vielen Momente, die werden bestimmt auch viele von euch mitbekommen haben. Da läuft man in den Camper rein. Es gibt so viele Fenster auf diesen Maps, wo Leute stehen mit einer Claymore rechts, mit einer Claymore links. Die gucken durch dieses Fenster, sind angelehnt und man hat nicht mal die Möglichkeit zu sehen, dass da jemand war. Also Infinity Ward hat, und das ist ja auch jetzt dieser kleine Clip, der durch Twitter und Instagram und überall durch die Reddit-Forum geht, das geht komplett rum, und das sind ja die Spieleentwickler gewesen, die vor der Beta einmal ein Interview gegeben haben und darüber haben sie gesprochen, wie sie das Spiel gestalten wollen, wie es aussehen soll. Und sie haben ganz klar gesagt, ja, nee, Skill-Based Matchmaking gibt es so nicht, aber wir haben einige Dinge implementiert, damit auch der neue Spieler, der Anfänger, der Noob, der nicht wirklich gut ist, die Möglichkeit hat, auf dem Scoreboard genauso zu erscheinen wie irgendjemand, der einfach sehr, sehr gut ist. Und das Ganze sehen wir in diesem Spiel. Das ist aber so weit geführt worden, das hat, glaube ich, Infinity Ward auch so nicht geplant, dass im Prinzip jede Runde, jedes Scoreboard komplett gleich aussieht. Der schlechteste Spieler in der Lobby steht bei 10 zu 10 und der beste Spieler in der Herrschaftsrunde bei 10 Minuten hat manchmal das Glück, dass er 20 zu 10 steht. Meine höchste Runde bisher in der 13-minütigen Herrschaftsrunde war 55 zu 8. Das mag für einige vielleicht erstrebenswert sein, aber wenn ich bedenke, ich habe 2 Tage Spielzeit und das war meine beste Runde, ist das sehr, sehr frustrierend. Infinity Ward hat mit ganz vielen Dingen, wie einer Minimap, die kein Feuer anzeigt, unglaublich lauten Fußschritten, einer ADS-Time, die teilweise sehr, sehr langsam ist, je nachdem, welche Aufsätze man auf seine Waffen rauf macht. Und vor allen Dingen, umso weiter die Waffe levelt, umso mehr Aufsätze kommen dazu, die die ADS-Time, also die ZV-Geschwindigkeit, wie schnell man im Scope ist, wieder nach unten setzt. Das ist kritisch, das ist echt ein Problem und Rushen wird in diesem Game knallhart bestraft. Und es braucht auch keiner schreiben, dass man sich an den Spielstil irgendwie gewöhnen muss. Das hat nichts mit Gewöhnen zu tun. Man hat keine Chance, auch nur 3 Meter über die Map zu laufen, ohne von dem Fenster weggehauen zu werden. Man wird überall komplett gesoundwort. Leute ohne Headset mit einem normalen Fernseher, mit so einem Röhrenfernseher, können einen hören, weil die Fußschritte unglaublich laut sind. Die Callouts von den Teammates und von einem selber sind so laut, ich weiß nicht, wie oft ich mit Totenstille hinter einem Gegner war und den eigentlich exekutieren wollte und mein Teammate schreit sowas wie "Gegner voraus!" Ey, kriege ich Kotzanfälle bei sowas. Das ist echt heftig und das hat mittlerweile ein Maß angenommen. Ich weiß nicht mehr, wie das noch weitergehen soll. Man verzweifelt wirklich. Sie haben mit den ganzen Sachen dafür gesorgt, dass die Skill Gap von so mittlerweile auf dieses Niveau gegangen ist. Das mag für die Anfängerspieler ganz nett sein, dann sollte man aber darüber überlegen, ob man die Skill-Based Matchmaking wirklich einführt, aber dann wirklich konkret, dass man sagt, 2 Runden gute Spieler, 1 Runde schlechte Spieler. Die ganzen guten Spieler, und da zähle ich mich absolut dazu, ich habe jetzt in den letzten 8 Jahren mit Sicherheit nicht gut gespielt, um jetzt alles verlernt zu haben, sind hier wirklich am Verzweifeln und es nervt einfach. Infinity Ward hat jetzt auf Twitter einen großen Post, der Charlie Intel hat das auch retweetet, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen, ich habe das nämlich auch retweetet. Die haben einen großen Post gemacht und haben gesagt, dass sie die Community hören und dass sie zu Ende November, ich meine, das sind immer noch 4 Wochen, ich weiß nicht, warum das so lange dauert, haben sie festgestellt, dass das so nicht funktioniert, dass die Playerbase absolut unzufrieden ist und dass dieses Produkt, dieses Call of Duty, einfach nicht gut ist. Ich habe auf Twitter geschrieben, das schlechteste COD aller Zeiten. Ich stehe zu der Auffassung, so wie es aktuell ist, funktioniert es einfach nicht und wird auch in 4 Wochen
den meisten Leuten einfach keinen Spaß mehr machen. Wenn der Grind-Faktor dann so ein bisschen vorbei ist, es nervt einfach teilweise. Man wird dafür gepunished, dass man sich bewegt, dass man läuft und dass man besser ist als andere. So sollte in COD nicht funktionieren. Und jetzt haben sie gesagt, dass sie ein riesen Update vorbereiten und mit diesem riesen Update haben sie geschrieben, wollen sie einige Dinge ändern. Und ich werde euch jetzt genau sagen, was dazu kommt. Das erste ist, sie wollen die Minimap so machen, wie sie früher war. Ein Viereck, nicht mehr ein Kreis und feindliches Feuer und eigenes Feuer wird auf der Minimap dann angezeigt. Das würde schon helfen, denn viele Leute schießen in der Ecke und wissen, dass sie auf der Minimap gar nicht angezeigt werden. Sie wollen das Ghost Perk nerfen. Das heißt, es wird nur aktiv sein, wenn man sich bewegt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie aus dem Geist Perk einfach eine Feldaufrüstung machen, weil aktuell hat man Geist aktiviert, kann in der Ecke sitzen und man ist trotzdem weg vom Radar. Man braucht sich nicht bewegen. Das ist einfach nicht gut. Dazu haben sie gesagt, dass sie bei vielen Maps die Fenster und Ebenen zumachen wollen, dass man wieder mehr in die Richtung geht, dass man Maps hat, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen, die sich immer normal gespielt haben. Manche waren besser, manche waren schlechter, aber es war immer ein absolut klares System dahinter. Dann wollen sie sich dafür sorgen oder darum kümmern, dass Totenstille kein zeitweilig verfügbares Field-Upgrade mehr ist, sondern Gott sei Dank entweder ein Perk oder dass die Fußschritte von Anfang an einfach leise sind. Ich bin sowieso der Auffassung, in einem COD Fußschritte braucht man nicht. Und viele sagen ja immer, dass das Ganze hier ja auch sehr realismusnahe sein soll, aber Leute, in dem richtigen Leben, glaubt es mir, steht ihr nicht hinter einem Feind mit einer Waffe und schreit ihm ins Ohr, dass ihr jetzt eure Waffe nachladet. Viele Dinge hiervon haben nicht viel mit Realismus zu tun, das ist einfach so. Und was auch wirklich wichtig ist, wir spielen hier ein COD und kein Realismus-Battlefield-Vietnamkrieg-Simulator. Es ist ein COD, ein Run-and-Gun-Game. Seit Jahren gibt es keine Konkurrenz zu COD, weil Battlefield einen ganz anderen, im Prinzip einen ganz anderen Weg einschlägt und gegangen ist. Das heißt, es gibt leider keinen Top-Dog, der sagt, hey, wir machen das, was COD schlecht macht, jetzt einfach besser. Deshalb kann man einfach nur hoffen, dass die Community bei den Entwicklern jedes Jahr mehr als genug Infos geben kann, dass die Entwickler drauf hören. Ich frage mich auch immer wieder, wer eigentlich der Spieletester oder die Spieletester sind, weil, wenn ich mir angucke, es gibt so viele Leute in der Community, und da rede ich jetzt nicht von kleinen YouTubern, sondern von großen, von Pro-Gamern, die so viel Feedback geben könnten. Ich habe immer das Gefühl, dass das einfach ignoriert wird. Das ist wirklich fragwürdig. Sie wollen aber noch mehr machen. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Wünsche ihr hättet, was in diesem Spiel geändert werden soll, damit es für euch vielleicht mehr Spaß macht, erträglicher ist, cooler ist. Sie wollen den fortgeschrittene Drohne verlängern. Aktuell sind es, glaube ich, nur 15 oder 20 Sekunden. Ich habe noch nicht eine einzige erspielt, aber ich habe es mir im privaten Match angeguckt. Und das ist wirklich schnell vorbei. Ich habe andere gesehen, die haben dann mal einen erspielt, haben damit ein oder zwei Kills machen können. Und dann war die Drohne leider schon weg. Dazu kommt, dass in den Objective Modes, das heißt Herrschaft, Stellung, was noch nicht drin ist, Abschuss bestätigt, all diese Sachen, dass man da keine Killstreaks mehr bekommt, sondern Punktestreaks. Das heißt, wenn ihr einen Kill macht, kriegt ihr 100 Punkte, wenn ihr eine Flagge einnehmt, kriegt ihr 100 Punkte, wenn ihr Munition droppt, kriegt ihr 50 Punkte, dass ihr eure Streaks damit erreicht. Das allein würde auch schon dafür sorgen, dass die Leute sich mehr bewegen würden. Es würde nicht mehr so viel sich lohnen, in der Ecke zu sitzen und einen Kill zu machen. Es würde sich lohnen, einfach mal auf die Map zu laufen und die Map zu entdecken. Dazu kommt, dass es aktuell nur 6 gegen 6 Maps gibt. Das ist viel zu wenig. Einer hat bei Twitter vorgeschlagen, dass man das Ganze ja ändern könnte, indem man einfach alle 6 gegen 6 Maps zu 10 gegen 10 in den Modus setzt und bei 6 gegen 6 die 2 gegen 2 Maps nimmt. Ein mega Vorschlag. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. Weiterhin hat Infinity Ward gesagt, dass sie sich jetzt endlich, Gott sei Dank, darum kümmern wollen, dass wir, was die Fußschritte insgesamt angeht, nicht das einzige Problem ist und die Callouts, sondern die Claymores. Die Claymores sind eins der größten Probleme in diesem Game. Ich spiele selber damit, ich sag's auch ganz ehrlich, warum soll ich mich davon andauernd töten lassen und selber irgendwas anderes nehmen, was nichts bringt? Ich kann nichts dafür, dass dieses Game so gemacht ist, aber die Leute können was dafür, dass sie auf der Map sich nicht bewegen. Ich habe die letzten Tage öfter mal ein paar Wagger-Matches gespielt, 2 gegen 2, und teilweise auch Just for Fun mit Kumpels 5 gegen 5 Herrschaft, Privatmatch.
Es macht unglaublich Spaß, dieses Spiel, wenn sich alle Leute bewegen. Und meine besten Runden, die mir am meisten gefallen haben, waren bisher die Runden, in denen Leute, also Gegner und Teammates, sich einfach alle bewegt haben. Ich hoffe ernsthaft, dass sie auch an dem Bewegungsspeed, den wir hier haben, noch ein bisschen was ändern. Seit der Beta haben sie die Dauer des Taktiksprints runtergesetzt und die Insgesamtgeschwindigkeit, die man drauf hat, wenn man läuft. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es sind so viele Sachen, die dafür anregen, dass man sich nicht bewegt. Und teilweise habe ich selber Angst, mich zu bewegen, weil die Fußschritte so laut sind, dass ich mir denke, ich halte jetzt lieber kurz mal hier still und bleib in der Ecke sitzen, bis sich Totenstille wieder irgendwie aufgeladen hat. Dass es nicht wie ein COD laufen soll, das geht in die falsche Richtung und das macht so auch keinen Spaß. Ich hoffe ernsthaft, dass sie die nötigen Sachen ändern und ich bete, dass das vor Ende November ist, weil das wäre ganz schön lange. Sie haben auch noch dazu geleakt, dass es jetzt ein paar neue Maps geben soll. Rust ist dabei, eine Map, die heißt Speed. Das sind aber zum Großteil 2 gegen 2 Ground War Maps. Ich bin gespannt, was da noch kommt, aber ich persönlich, meine Meinung und ein ganzes Review kommt noch in Ruhe, habe aktuell einfach sehr wenig Spaß an dem Game, weil es sehr, sehr frustrierend ist, so oft zu sterben durch Leute, die gar nicht sichtbar sind. Die Player Visibility, also wie die Gegner erkennbar sind, ist gleich null, weil sie genauso aussehen wie im Prinzip der Rand der Map oder die Wand oder die Treppe oder sonst irgendwas. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen die Infos gegeben, was hier noch kommt. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Ich bin raus. Haut rein.